Und mein Gast dazu heute ist Maria Lohmann, Juristin und Expertin für Plattformregulierung bei Epicenter Works. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Lohmann, woran werde ich denn merken beim Scrollen auf TikTok oder beim Shoppen auf Amazon, dass jetzt dieses neue Gesetzespaket in der EU gilt? Als gutes Beispiel ist zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht bei Werbung. Das heißt, es muss eingeblendet werden, wer diese Werbung finanziert und dass es Werbung ist. Und auch bei Amazon wird man das zum Beispiel daran merken, dass keine Countdowns da laufen dürfen. Zum Beispiel, dass dort steht, es ist nur noch ein Produkt verfügbar oder in 10 Minuten müssen Sie sich entscheiden. Solche Markierungen wird man finden. Und würden Sie insgesamt sagen, dass das einen großen Unterschied darstellt oder sind das einfach kleine Kniffe, bei denen die User-Erfahrung im Internet einfach ein bisschen transparenter werden soll? Es soll grundsätzlich erstmal transparenter werden, aber ich denke auch, dass das für die User anders ist, wenn sie das selber sehen, wie das finanziert wird. Weil normalerweise wird nur darüber gesprochen, dass bestimmte personenbezogene Daten dafür genutzt werden und manche willigen ein oder es ist nicht so, es ist keine informierte Einwilligung und vielen ist es auch egal. Und ich glaube, wenn man das transparenter macht, dann ist das, hat das einen anderen Einfluss auf die Bürger. Jetzt nehmen das aber die großen Internetplattformen nicht einfach so schulterzuckend hin. Amazon oder Zalando etwa gehen auch juristisch gegen einzelne Punkte in diesem Digital Services Act vor, weil sie nicht unbedingt so eingestuft werden wollen, zum Beispiel als große Internetunternehmen. Was ist Ihre Einschätzung, wie das insgesamt ausgehen wird? In der Vergangenheit war es zum Beispiel schwierig, Facebook oder Google dazu zu bringen, sich an EU-Regeln zu halten. Ich denke, es wird interessant sein, wie die Europäische Kommission mit dem Ganzen umgeht. Sie kann eben empfindlich strafen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und zwar auch in Höhe von 1-6% des jährlichen weltweiten Umsatzes. Das heißt, das ist ähnlich wie bei der DSGVO. Also da geht es schon um sehr viel Geld. Jetzt hat es unser Korrespondent angesprochen. Ein wesentlicher Punkt auch sind die Debatten im Internet. Das Unternehmen X, vormals Twitter, steht da natürlich sehr stark im Fokus und muss dann laut dieser neuen Gesetzesregelung etwa Aufrufe zur Gewalt sehr, sehr schnell löschen. Natürlich gibt es da jetzt die Stimmen, die sagen, das wird zu Zensur und zu einem Ende der Meinungsfreiheit führen. Was entgegnen Sie denn dem? Ich denke, das wird sehr interessant werden, weil es eben gerade diese Transparenzpflichten gibt. Und wenn jetzt etwas gelöscht wird, dann ist es auch so, dass diese Person da eine Begründung erhalten muss und dagegen vorgehen kann. Wenn jetzt eine Person etwas gepostet hat und der Meinung ist, das ist keine Hassrede oder kein Aufruf zur Gewalt, dann kann sie sich erst einmal intern beschweren bei dem jeweiligen Unternehmen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen geben. Dafür fehlt es aber noch ein wenig an der Ausgestaltung in den Mitgliedstaaten. Und sie kann sich aber auch an den Digital Services Act Coordinator im jeweiligen Mitgliedstaat wenden, wo ihr Wohnsitz ist. Das heißt, sie muss auch nicht nach Irland zum Beispiel, sondern wenn die Person in Deutschland sitzt, kann sie sich in Deutschland an die Person wenden. Und gleichzeitig müssen auch Berichte jährlich offengelegt werden, wie viele Sachen gelöscht wurden, welche Art von Postings gelöscht wurde. Und auch die Aufsichtsbehörden müssen dann darlegen, wie viele Beschwerden es gab, dass so etwas gelöscht wurde, vielleicht aufgrund dessen, dass jemand sich in seiner Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt fühlt. Und ich denke, das ist ein guter Kontrollmechanismus für die Öffentlichkeit, weil jeder kann das dann einsehen.